Dominik Kiziski von CapTrader. Ich begrüße Sie an diesem sehr schwül warmen Tag aus Düsseldorf und gleichzeitig sehr spannend, was die Börse angeht. Sie sehen schon, der Martin ist schon zugeschaltet, der macht die Kamera bestimmt auch an und Sie warten alle auf Weisungen, wohin es geht von unserem Mentor, Guru. Der Martin ist immer noch positiv gestimmt, der lächelt, ja, sehen Sie, alles noch in Ordnung, ne? So, die zweite Hälfte, ich habe ein kurzes Vorgespräch mit dem Martin gehabt, also der Martin meint, die zweite Jahreshälfte immer noch positiv gestimmt. Ne? Zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen bedrückt, aber ja, wir haben gerade über Palantir gesprochen. Heute im Tief auf jetzt gerade hätte man immer noch 13% machen können. Also die Chancen sind da. Was sagst du, Martin? Ja, die Chancen sind immer da, ne? Aber ich glaube, heute haben alle, die im Technologiebereich investiert sind, auch gesehen, wo die Risiken liegen. Also mir ist es selber so gegangen, dass einige Trades direkt zur Markteröffnung dann auch ausgestoppt worden sind. Ja, passiert halt, ne? Gehört beim Traden mit dazu und ist schon ordentlich, was wir da sehen im Moment. Also wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen Makroanalyse machen. Ich werde mal versuchen zu erklären, wo die Bewegungen herkommen, die momentan da sind. Vielleicht auch mal, was ich so erwarte für die nächsten Tage und werde auch noch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen, so für Ende des Jahres, um einfach, glaube ich, auch ein bisschen die Panik hier aus dem Markt zu nehmen. Denn ich glaube, so schlimm ist es alles gar nicht, wie es jetzt einem vorkommt. Aber wir werden uns das gleich angucken. Natürlich auch auf den Charts und mal gucken, was man denn im Moment noch machen könnte oder wo man lieber die Finger von lässt. Ja, trotz deines frisch sportlichen jugendlichen Aussehens hast du ja schon einige Jahrzehnte Erfahrung. Wie würdest du es sagen? Ist das historisch einzuordnen irgendwo? Also, naja, wenn man sich allein die Volatilität anschaut und wir mal auf den VIX gucken, dann kann man das historisch einordnen, da wo wir 2008 waren, da wo wir 2020 waren. Also wir sind wirklich in Corona-Crash-Niveaus jetzt von der Volatilität hervorgedrungen. Das ist schon heftig. Es gibt natürlich auch einen fundamentalen Grund dafür, gar keine Frage. Nur ich finde es deutlich schwieriger als zum Beispiel in der Corona-Pandemie jetzt hier abzuschätzen, wie die langfristigen Folgen sind. Also da werden wir gleich mal drüber sprechen, was das für Punkte sind, die den Markt hier im Moment belasten und wie sich das auch auf die nächste Frist noch auswirken könnte. Also alles, was man jetzt hier analysiert, ist definitiv mit Vorsicht zu genießen, weil es nicht so richtig abschätzbar ist, inwieweit vielleicht ein Liquiditätsmangel auch im Bereich der nächsten Monate sich negativ auf den Markt auswirken könnte. Das müssen wir uns auf jeden Fall angucken, aber also wir sind schon in einem außergewöhnlich hohen Volatilitätsbereich angekommen und auch dieser Kursverlust, den wir jetzt in den Tech-Unternehmen gesehen haben. Ich meine, eine Nvidia von $140 im Hoch runter auf $90 waren wir, glaube ich, heute, als eine der wichtigsten Aktien am Markt überhaupt. Das ist schon brutal. Da kommen heute noch ein paar negative News dazu. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, insbesondere von Seiten Nvidias. Aber ja, es ist schon ordentlich, was da gerade abgeht. Ja, dann schalte ich dich mal als Organisator, dann bist du kurz nicht zu hören, beziehungsweise du meinst aber, ich bin nicht zu hören, aber du bist nicht zu hören. Und dann kannst du als Organisator auch die Fragen sehen und den Zuschauern und mir da die Händchen halten oder das Händchen. So, der VIX war ja zwischenzeitlich heute sogar bei 65 und ist dann runtergerasselt auf ja jetzt 33, wie ich schaue. Da könnte man die eine oder andere Strategie ja auch machen mit dem VIX. So, jetzt hörst du mich hoffentlich wieder. Ich höre dich, Perfekt. ja. Ja, dann, ich schalte mich mal ab. Ne? Ich bin dann gespannt. Hast du einen guten, für das Fundbild, für die Aufzeichnung, hast du einen guten Titel? Martin hält Händchen oder alles okay? Ah, freie Bahn mit Marzipan. So. Okay, ich wünsche allen viel Spaß. Alles klar. So, dann vielen Dank für die kurze Einführung und ja, herzlich willkommen noch von meiner Seite hier zu. Na, die Sendung heißt die besten Trade Setups der Woche, aber ich glaube tatsächlich, wir sind in einer Phase angekommen, wo man sehr vorsichtig werden sollte, auch im Trading, kleine Positionsgrößen, geringe Trade-Frequenz, lieber die Stops prozentual etwas größer lassen. Ich glaube, wir sind in eine hochvolatile Phase vorgedrungen. Das ist nicht einfach, auf diesen Niveaus zu traden. Ich hatte heute Mittag schon gesagt, ich gehe davon aus, dass wir demnächst jetzt die Tiefs drin haben, dass wir wahrscheinlich auch in dieser Woche schon erstmal die Tiefs drin haben. Jetzt sehen wir heute schon eine ganz gute Bounce. Ob die halten kann, muss sich zeigen. Aber wir werden da auf jeden Fall gleich mal durch die einzelnen Punkte durchgehen. Vielleicht, wie immer, bevor wir starten, kleiner Risikohinweis. Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Das wird, glaube ich, an Tagen wie heute besonders klar.
Deswegen solltet ihr bitte nur traden mit Geld, was ihr euch im Extremfall auch leisten könntet zu verlieren. Ganz wichtig ist immer Chancen auf der einen Seite, bergen natürlich Risiken auf der anderen Seite. Und ja, auch ganz wichtig, das, was ich hier heute zeige, das dient rein den Lehr- und Lernzwecken, ist keine Anlageberatung, keine Kaufen, Verkaufen oder Haltenempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte. Ist bitte auch nicht so zu verstehen. Solltet ihr irgendwas aus den Informationen, die ich hier gebe, dazu verwenden, Trades aufzubauen, macht das bitte nur, wenn ihr auch selbst von den Trades überzeugt seid und die auch zu eurem Risikomanagement passen. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, ich zeige euch das, was für mich wichtig ist. Und dementsprechend haben wir hier auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich in dem einen oder anderen Basiswert, den wir uns hier anschauen, schon eine Position halte oder plane, Positionen aufzubauen. So, nachdem das durch ist, würde ich sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Gesamtsituation. Ich werde mich hier mal wieder rausnehmen, damit der Monitor für euch etwas größer ist, der Bildschirm besser rüberkommt. Ja, so sind zumindest ungefähr vor einer halben Stunde die Ergebnisse gewesen der S&P 500 Aktien in den letzten 30 Tagen. Da sehen wir ganz klar, wo die Verluste momentan herkommen, nämlich genau aus den Bereichen, die in dem halben Jahr vorher oder in den 7 Monaten vorher ganz hervorragend gelaufen sind. Ja, nämlich eine Nvidia, eine Broadcom, eine AMD, eine Apple, eine Microsoft, eine Adobe, eine Oracle, eine Google, eine Meta, eine Amazon, eine Tesla, eine Walmart, eine Eli Lilly. Also die ganzen Werte durch die Bank, die sich extrem gut entwickelt haben, die haben hier in den letzten Wochen richtig deutlich auf die Mütze gekriegt. Und ich glaube, es ist auch relativ einfach zu erkennen, wenn man sich die einzelnen Sektoren anschaut, dann haben wir hier natürlich den großen Technologiebereich. Dann sehen wir, alles an Technologie ist tiefrot, bis auf Information Technology, also dieser Bereich der Informationstechnologie, Software, Hardware, IBM. Da sehen wir noch ein bisschen Grün drin. Ansonsten hier der große Bereich Communication Services mit Meta und Alphabet und Netflix und Disney auch sehr, sehr stark unter Druck. Da gibt es auch nur wenige grüne Ausreißer. Consumer Cyclical ganz klar rot. Ne, eine Amazon, eine Booking, eine Airbnb, eine Royal Caribbean, eine Tesla natürlich mit einer großen Marktkapitalisierung. Alles sehr stark abgestraft. Ja, und bei den Gesundheitswerten ist recht auffällig, dass eine Eli Lilly, die enorm gut gelaufen ist in der letzten Zeit, tiefrot ist, während eine Johnson & Johnson oder eine AbbVie oder eine Bristol Myers sich hier deutlich besser entwickelt haben. Da sehen wir also ganz klar auch Umschichtungen innerhalb der Sektoren. Ja, und das Einzige, was hier so richtig schön grün ist, das ist der Bereich Real Estate und der Bereich Utilities. Und das sind natürlich genau die beiden Sektoren, die davon profitieren, wenn die Zinsen fallen. Ja, und das ist das, wovon man jetzt ganz klar ausgehen kann. Wir werden gleich mal ein bisschen gucken, was denn sich in der letzten Woche so bewegt hat. Da hatten wir ja am Mittwoch noch die Fed-Zinssitzung. Da hatten wir ein Ergebnis, wie erwartet, nämlich keine Veränderung in den Zinsen. Wir werden uns aber dann auch gleich mal anschauen, was denn jetzt momentan erwartet wird. Am Mittwoch waren die Bewegungen noch gut. Der Markt war noch relativ stark, ist am Mittwoch noch innerhalb des Tages schön raufgelaufen. Wir hatten sogar noch einige Sektoren, die neue Allzeithochs ausgebildet haben, im Equal Weight oder eben auch der Gesundheitssektor, der hat ein neues Hoch ausgebildet. Das ist also in der Marktbreite gar nicht so schlecht gewesen, auch wenn wir in den letzten Tagen schon gesehen haben, dass Technologiewerte schlicht und ergreifend sehr, sehr schwach waren. Was sich dann verändert hat von Mittwoch auf Donnerstag, ist, dass wir am Mittwoch eben eine Fed hatten, die keine Zinsen gesenkt hat, die aber sehr wohl die Tür aufgemacht hat für Zinssenkungen im September und die noch zu verstehen gegeben hat, dass sie der Meinung ist, dass der Arbeitsmarkt recht stabil ist und dass auch die US-Wirtschaft recht stabil ist. Tja, und dann kamen die Wirtschaftsdaten. Also das vielleicht erstmal kurz vorweg. Fear and Greed Index haben wir gesehen. Wir sind relativ rot in den gesamten einzelnen Bereichen. Rot bedeutet am Ende immer große Kursverluste und mit diesen starken Kursverlusten und der hohen Volatilität, die wir im Moment haben, geht natürlich ganz klar die Angst um am Markt. Fear and Greed Index ist ein ganz, ganz interessanter Sentiment-Index, den kann ich euch tatsächlich nur ans Herz legen, um mal zu schauen, wie sich denn die Gesamtsituation so darstellt momentan. Und da sehen wir einfach, dass der Markt inzwischen am Level extremer Angst angekommen ist. Das sind meistens gute Indikatoren für Umkehrpunkte. Entweder
Wenn wir auf der extremen Gierseite liegen, dann sind das meistens Niveaus, an denen dann die Hochs erreicht sind. Oder aber extreme Angst, da haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dann auch demnächst die Tiefs im Markt drin sind. Da habe ich noch so ein, zwei andere Faktoren, die darauf hinweisen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich wollte jetzt euch eigentlich erstmal zeigen, wie sich denn in der letzten Woche das Marktnarrativ komplett gedreht hat, komplett verändert hat. Okay. Ich sehe gerade, es kommt eine sehr lange Frage rein, die will ich vielleicht einmal kurz lesen im Vorfeld. Ich bitte Sie, uns allen Teilnehmern einen Ratschlag bzw. Tipp zu geben, wie wir uns verhalten sollen als Neuling bei dieser sehr großen Volatilität. Als Neueinstieg mit den Aktien hat man jetzt ein sehr großes Minus. Sie betonen Ihre ganz persönliche Meinung, wie wir jetzt mit diesem Umstand am besten umgehen sollen. Ja, das sollte sich eigentlich nach der Sendung heute geklärt haben. Also ich versuche auf jeden Fall meine Sicht der Dinge hier zu transportieren. Und zum Ende der Sendung solltet ihr eigentlich wissen, zumindest wie ich mit meinem Portfolio umgehe. Und das ist natürlich dann für mich auch die Idealvariante. Da ist natürlich nicht jede Situation gleich. Und sicherlich bin ich in einer etwas anderen Ausgangsbasis, dass bei mir viele dieser Werte, die im Moment sehr stark angeschlagen sind, trotzdem noch im positiven Bereich verweilen. Trotzdem ist es natürlich so, dass auch ich von den Hochs in der Performance in den Investmentdepots relativ viel Federn gelassen habe. Ja, gar keine Frage. Ich habe ein sehr starkes Tech-Exposure immer noch. Ich habe zumindest auf absehbare Zeit nicht vor, das zu ändern. Und wir werden uns das auch gleich ein bisschen anschauen, warum das so ist. Also das, was hier das Marktnarrativ eigentlich dann geändert hat, nachdem Jerome Powell hergekommen ist und gesagt hat, ja, Arbeitsmarkt stabil, Wirtschaft stabil, wir haben ohne Probleme hier noch einen Monat Zeit auf zwei für die erste Zinssenkung. Die ist nicht eilig. Wir sehen, dass die Inflation sehr gut reagiert. Wir hätten gerne noch ein bisschen mehr Datenpunkte, um die endgültige Entscheidung zu treffen, ob wir dann senken oder nicht. Und das ist das altbekannte Problem der Fed. Die Fed ist datenabhängig. Das ist meiner Meinung nach der größte Fehler der Fed, weil sie eben immer zu spät ist. Egal, ob es in Richtung Zinserhöhung ist oder in Richtung Zinssenkung. Datenbasiertheit sorgt dafür, dass man immer zu spät ist. Und mich wundert es, dass sich hier nicht mal irgendwas ändert. Denn im Prinzip wiederholt die Fed ja immer wieder mantramäßig, dass die Geldpolitik ja lange und variable Beine hat. Das heißt, so viel wie das dauert eine ganze Weile, bis diese Maßnahmen, die man von Seiten der Geldpolitik hier oder von Seiten ja, der Fed-Eingriffe, das, was man vornehmen kann, nämlich eben diese Zinssenkung oder Anleihenkäufe zurückzufahren, whatever, so viele Tools hat die Fed ja nicht, dass die eben relativ lange brauchen, bis sie tatsächlich in der Realwirtschaft ankommen. Und das alleine ist der Grund, warum man eben mit einer reinen Datenbasiertheit immer erstmal schaut, oh je, jetzt passiert was und jetzt müssen wir reagieren. Und bis das dann wirkt, ja, solange haben die Märkte eben Zeit, sich weiter sehr negativ zu entwickeln. Es sei denn, es kommen diese Panik-Cuts. Und ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ein Analyst, es ist im Prinzip kein Analyst, aber ein Marktteilnehmer, den ich in diesem Bereich sehr schätze, das ist Professor Jeremy Siegel von der Wharton Business School. Der hat sich heute schon zu Wort gemeldet bei CNBC und hat tatsächlich einen 75 Basispunkte Panik-Cut verlangt oder gefordert von der Fed. Und dann auch tatsächlich im September in der regulären Zinssitzung nochmal 75 Basispunkte Zinsschritt. Ist vielleicht ein bisschen überzogen. Von der Sicht der Wirtschaft her ist es wahrscheinlich die richtige Forderung. Es wird mit Sicherheit nicht so kommen, denn das wäre natürlich auch etwas, was die Märkte enorm verunsichern würde, wenn jetzt diese extremen Panikschnitte hier notwendig wären. Und dann könnten wir uns auch darauf einstellen, dass die Märkte erstmal noch weiter abwärts rauschen. Denn mit diesen Panikzinssenkungen sind eben häufig kurzfristig deutlich weitere Kursverluste verbunden, weil den Marktteilnehmern dann natürlich auch klar ist, dass die Fed sowas nur macht, wenn die Wirtschaft wirklich droht, die Klippe runterzufallen. Und solange das von der Datenbasis her nicht gegeben ist, wird man natürlich von Seiten der Fed alles dran setzen, dass diese
ja, diese Erwartungshaltung im Markt gar nicht erst geschürt wird. Also, so, und jetzt haben wir die Zahlen bekommen am Freitag hier, die Non-Farm Payrolls. Das sind also die Arbeitsmarktdaten ex Agrar. Das sind, ja, das waren die zweiten wichtigen Datenpunkte. Den ersten, die habe ich, glaube ich, gar nicht jetzt hier mitgebracht. Das war im Prinzip der ISM, Einkaufsmanager-Index aus dem verarbeitenden Gewerbe. Der ist mit nur 46,6 Punkten reingekommen, obwohl er mit 48,8 erwartet war. Also deutlich schlechter als erwartet, der Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe von ISM. Und der wird in mehrere Teilbereiche aufgeteilt. Da kann man sich dann auch auf den entsprechenden News-Seiten dann immer die Grafiken dazu anschauen. Und da sieht man dann eben auch, dass Prices paid, also die Preise, die bezahlt worden sind, die sind angestiegen. Da waren wir jetzt bei fast 53 schon. Die sind also höher reingekommen als erwartet. Das heißt, leichte Preissteigerungen auch im verarbeitenden Gewerbe, sprich Inflation. Ja. Und der zweite, eigentlich noch viel wichtigere Bereich in dieser Lesung war der Bereich Beschäftigung. Und ISM, Einkaufsmanager Index verarbeitendes Gewerbe aus dem Bereich der Beschäftigung, also die Beschäftigungszahlen, die sind grottenschlecht reingekommen. Die sind bei 43,4 gekommen. Das war viel, viel schlechter als erwartet. Und da hat man schon die ersten Risse im Arbeitsmarkt gesehen. Und jetzt war ganz klar zu sehen, die Wirtschaft kühlt sich deutlich ab. Also der Einkaufsmanager-Index weit unter 50. Heißt, wir sind im Kontraktionsfeld. Die Wirtschaft schrumpft in Amerika. Das ist der erste wichtige Datenpunkt gewesen. Der zweite wichtige Datenpunkt waren diese deutlichen Risse von Seiten der Beschäftigung. Und das ist dann am Ende hier mit diesen Non-Farm Payrolls, also mit den neu geschaffenen Stellen ohne die Landwirtschaft, hier bestätigt worden. 114.000 neu geschaffene Stellen gab es. Das ist sehr, sehr schwach der Wert. 175.000 waren erwartet. 114.000 sind nur gekommen. Das ist ein Riesenproblem. Der zweite negative Punkt war eine deutliche Reduzierung der Zahlen aus dem Juni. Die waren ursprünglich mit über 200.000 neu geschaffenen Stellen gemeldet. Die sind runter reduziert worden auf 179.000. Das ist ein sehr, sehr negativer Datenpunkt in Kombination gewesen, die Juni- und Juli-Zahlen. Also ein enorm schwacher Arbeitsmarkt im Juli. Und dann kam das hier mit dazu, nämlich dass die Arbeitslosenquote sehr überraschend dynamisch angesprungen ist. Und zwar auf 4,3%. 4,25 ist der tatsächliche Wert. 4,3 wird in allen Grafiken hier angezeigt, weil man das immer rundet. Aber wir kommen von 4,1. 4,1 waren auch wieder erwartet für den Juli. 4,3 sind es geworden. Und das zeigt eben, wie schwach am Ende tatsächlich der Arbeitsmarkt hier war. Und das, was damit im Zusammenhang steht und was sofort am Freitag durch alle Newskanäle gegangen ist, das ist das hier. Das ist der Rezessionsindikator. Dieser Rezessionsindikator macht im Prinzip nichts anderes, als zu schauen, wie sich die Arbeitslosenquote im Drei-Monats-Durchschnitt entwickelt. Und wenn die Arbeitslosenquote im Drei-Monats-Durchschnitt mehr als 0,5% über dem Tief der letzten 12 Monate, ebenfalls des Drei-Monats-Durchschnitts, liegt, dann ist dieser SAM-Rezessionsindikator so weit, dass er sagt, Achtung, es kommt zu einer Rezession. Und das scheint hier in den ganzen letzten Fällen immer diese grauen, hinterlegten Zeitfenster hier, in denen war die US-Wirtschaft in einer Rezession. Und da sieht man das sehr schön, ja, dass immer entweder kurz vorm Anstieg oder kurz nach dem Anstieg dieses SAM-Indikators die US-Wirtschaft in eine Rezession gerutscht ist. Und 0,5 ist da die magische Grenze. Und jetzt sehen wir hier den aktuellen Wert bei 0,53. Also der Drei-Monats-Durchschnittswert der Arbeitslosenquote, der liegt jetzt 0,53% höher als das Tief der letzten 12 Monate, ebenfalls vom Drei-Monats-Durchschnitt. Ja, und das ist dieser Rezessionsindikator, auf den ist sogar Jerome Powell kurz eingegangen und hat gesagt, ja, der ist eben nicht wirtschaftlich anerkannt, also der hat nicht unbedingt eine Relevanz. Ja, gut, wir werden das sehen, aber der Markt hat das erstmal als dankbares Zeichen genommen, Aktien zu verkaufen. Ja, so. Das, was sich daraus ergeben hat, relativ schnell schon am Freitag, war das hier.
nämlich die Erwartungshaltung des Marktes, dass es jetzt im September mindestens hier diesen 50 Basispunkte Zinsschnitt gibt. Also 50 Basispunkte von 5,25 bis 5,5 runter auf 4,75 bis 5% im Zinssatz der Fed. 92,5% stehen wir hier aktuell. Wenn wir in dieser Liste hier schauen, sehen wir, vor einer Woche war die Wahrscheinlichkeit dafür noch bei 11,4%. Jetzt sind wir bei 92,5. Und das zeigt eindeutig, in welche Richtung dieses Narrativ des Marktes im Moment geht, nämlich ganz klar in die Richtung, Achtung, wir rauschen in Amerika in eine Rezession. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht meiner Meinung nach zumindest noch ein wenig zu voreilig. Denn das, was insbesondere wichtig ist, wie ich finde, wovon man aber relativ wenig hört in der Finanzpresse und auch relativ wenig liest, das ist diese Grafik hier, die fand ich ganz spannend, die kommt hier von Carson Invest. Und da sehen wir, dass in 2024 hier aufgrund, also im Juli 2024, aufgrund der Wetterverhältnisse 461.000 Menschen in Amerika nicht arbeiten konnten. Und das hat insbesondere zu tun hier mit dem Hurricane Beryl, hieß der, glaube ich, der in Texas gewütet hat. Der hat dafür gesorgt, dass in Texas große Teile der Bevölkerung relativ lange ohne Strom waren. Ja, das waren so zwischen 7 und 10 Tage, wo man hier ohne Strom war. Die Unternehmen hatten zum Teil keinen Strom. Das Wetter insgesamt war dann so schwach, dass viele eben nicht arbeiten konnten. Und das war auch etwas, worauf die Goldman Sachs jetzt eingegangen ist. In einer Note an die Kunden quasi haben sie eine Analyse rausgeschickt, mal wieder von Jan Hatzius, also von der Analyseabteilung von Goldman Sachs unter Leitung von Jan Hatzius, die eben erklärt haben, sie würden diesen Arbeitsmarktbericht, den wir am Freitag bekommen haben, nicht in der Art und Weise interpretieren wollen, dass das hier ein absoluter neuer Negativpunkt ist. Denn sie sind der Meinung, dass rund 70% des Anstieges dieser Arbeitslosenquote auf temporäre Entlassungen zurückzuführen war. Und das würde bedeuten, dass wir mit einer guten Wahrscheinlichkeit im August dann vielleicht wieder einen Turnaround sehen von dem, was wir hier an Non-Farm Payrolls gesehen haben. Dass wir also dann im August vielleicht die positive Überraschung bekommen und wieder in Richtung 200.000 neu geschaffene Stellen gehen. Und dann hätten wir schon wieder relativ viel Marktberuhigung, würde ich sagen. Für den Moment, ja, hat der Markt das dankbar angenommen, dass hier Panik herrscht und man irgendwie ja gute Gründe hat, um seine Positionen über Bord zu werfen. Das wollte ich euch hier noch zeigen. Das ist die langfristige Entwicklung der Volatilität. Da schauen wir vielleicht mal kurz rein in den VIX. Ich werde den mal schnell hier reinholen. So. Ja, den können wir uns hier mal angucken, wie der gespiked ist heute. Also, da hatten wir, ich gehe mal hier auf den großen Tageschart. Ja, da hatten wir hier gestern schon eine ziemlich am Freitag schon eine ziemlich dynamische Bewegung. Da sind wir schon raufgegangen bis in den 29er, fast 30er Bereich. Das zählt schon als Panik-Move, wenn der VIX Richtung 30 geht. Und jetzt schaut mal, was wir hier heute noch gesehen haben. Ja, ein Anstieg bis auf 65 rauf. Und das ist wirklich viel. Wenn wir das hier rauszoomen und gucken mal, wie das Ganze über die Corona-Krise gelaufen ist, ja, da sind wir hier rauf bis 85 gegangen. Aber ja, an sich, die einzelnen Kerzen, die wir hier sehen, da ist nicht eine so eine lange Kerze bei, wie wir sie heute hier sehen. Ja. Wir sehen, dass das sich im Corona-Crash hier über mehrere Tage entfaltet hat und dann noch raufgegangen ist bis 85. Wenn wir das vergleichen mit der Situation, die jetzt heute am Markt hier los war, deswegen fand ich das ganz spannend, dass der Dominik eben gefragt hat, wie ich das einordnen würde. Ja, da sehen wir schon diese exorbitante Panik, die hier im Markt drin ist. Und das ist sehr ungewöhnlich, dass der VIX innerhalb von 3 Tagen hier so brutal ansteigt. Und da habe ich jetzt zwei Betrachtungsvarianten hier mit. Das eine ist die etwas längerfristige Volatilität innerhalb der letzten 3 Wochen stark zugelegt. Das sind hier jetzt noch die Stände
vom 2.8., also vom Freitag nachbörslich, da standen wir bei einem Anstieg von 88% innerhalb der letzten 3 Wochen, von 12,46 rauf auf 23,39 im Schlusskurs. Ist also im Prinzip in den letzten 30 Jahren hier einer der stärksten Rückläufe, ich glaube Platz 15 ist das jetzt hier gewesen, also einer der stärksten Anstiege in der Volatilität. Und das, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, das ist dieser grüne Bereich hier hinten, dass wir uns nämlich anschauen, von da an, wie hat der Markt sich entwickelt nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3, 4 und 5 Jahren. Und da seht ihr vielleicht ganz gut, wenn wir uns anschauen, wo der Durchschnitt liegt. Das ist hier unten, das ist die durchschnittliche Bewegung über alle Perioden. Da sehen wir normalerweise innerhalb eines Jahres 11,8% im S&P 500, innerhalb von 2 Jahren 24,6, innerhalb von 3 Jahren 39,3. Und dann sehen wir oben drüber diesen Part hier, da sehen wir, wie der Markt sich im Durchschnitt entwickelt in diesen Situationen hier, nämlich wo wir eben diese extrem starken Anstiege in der Volatilität haben. Und ich glaube, man erkennt das sehr deutlich. Wir haben hier eine absolute Outperformance des Marktes gegenüber der normalen Entwicklung ich nenne es mal normalen Marktphasen. Das bedeutet am Ende nichts anderes, als dass wir durch diese Tiefs, die dann hier ausgebildet werden, in dieser hohen Volatilität, diese Marktcrashes, die hier stattfinden, die liefern uns mittel- bis langfristig hervorragende Einstiegsgelegenheiten. Ja, und das ist auch genau die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Für mich sind diese Crashs alles, aber kein Grund, mein Aktienportfolio leer zu räumen im Investmentbereich. Ja, weil ich eben weiß, es ist sehr schwer zu timen, diese Tiefs zu erwischen. Na, und von daher, entweder man verkauft in die steigenden Kurse rein und nimmt eben Gewinne mit, wenn man exorbitant große Gewinne auf der Uhr hat und reduziert Positionen, versucht eben Gewinne zu sichern. Oder man hat relativ enge Stops, die dann wirklich am letzten Markt tief liegen. Da wird man dann natürlich auch häufiger mal sinnloserweise rausgeholt, obwohl der Markt dann direkt wieder ansteigt. Aber mit solchen engen Stops sichert man sich eben ab vor solchen 15 oder 18% Korrekturen, in den Einzelwerten ja jetzt zum Teil noch viel, viel größer. Und dann kann man irgendwann versuchen, auf tieferen Niveaus wieder einzusteigen. Wenn man das nicht macht, wenn man also nicht mit diesen engen Stops arbeitet, dann macht es normalerweise wenig Sinn, nach diesen Crashs aus dem Markt rauszugehen. Wir haben im Moment ein bisschen eine schwierig einzuordnende Situation. Das werde ich auch gleich erklären, warum das so ist. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie es in dieser Situation jetzt laufen wird. Aber ich muss halt ganz klar sagen, wenn ich mir die ganzen Situationen anschaue, die wir hier sehen in den letzten Jahren, bis auf 2008 und 2021, und das waren eben hier 2008, ja, die absoluten Crash-Situationen am Markt, sehen wir ein Jahr später hier im Schnitt schon 17,5% Gewinn im Durchschnitt auf den S&P 500. Und dementsprechend würde ich weiter davon ausgehen, dass wir ein gutes zweites Halbjahr sehen, dass wir auch sehen, dass es im nächsten Jahr sich weiter gut entwickeln kann, dass wir also hier jetzt nicht unbedingt in absolute Panik verfallen müssen. Und ich habe hier noch eine kürzere Variante, das anzuschauen. Das kommt von Fundstrat, von Tom Lee. Da schaue ich auch immer ganz gerne, was der zu sagen hat. Hat auch eine hohe Erfahrung, kommt, glaube ich, ursprünglich auch von Goldman Sachs. Der hat hier eine sehr schöne Aufstellung gemacht über die Situation, in denen der VIX seit 1990 innerhalb von 3 Handelstagen mindestens 65% dazu gewonnen hat an Kursgewinn und über die 25 drüber gegangen ist auf Schlusskursbasis. Und das hatten wir eben gestern. Ja, das sehen wir hier nochmal. Nicht gestern, sondern am Freitag. Na, wir haben am Freitag hier den 25er-Wert übertroffen. Und haben auch in den letzten 3 Tagen hier einen Anstieg gehabt von mehr als 65%. Das kann man sich hier ganz einfach anschauen. Wir gehen an das Tief, schauen, wo das Hoch hier dieser 3 Tage lag und sehen, wir hatten hier einen Anstieg von ungefähr 88% über die letzten 3 Tage, über die letzten 3 Handelstage. Und wenn wir das von heute hier noch mit reinrechnen, dann haben wir hier sogar einen Anstieg von rund 300% im VIX. Also das ist mal wirklich Dynamik, die da drin ist.
Ja, und dementsprechend macht es natürlich Sinn, dann auch auf die Situation in der Historie zu schauen, seit 1990 hier, wo der Markt ähnlich starke Zusammenbrüche gezeigt hat und die Volatilität so dermaßen durch die Decke gegangen ist. Und da haben wir hier besonders auffällig vier Situationen am Markt. Das sind diese hier. Vier Situationen am Markt, in denen wir innerhalb von 4 Tagen das Tief im S&P 500 dann auch ausgebildet hatten. Und wenn wir da mal schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat, dann hatten wir hier vom Tief, ja, Bewegungen um 3%, 12%, 3%, 8, 5, 11, 3, 13, 18 und 5, 9, 16 im Verlaufe des nächsten Monats, der nächsten 3 Monate und der nächsten 6 Monate vom Zwischentief. Ja, und selbst wenn eben das Tief jetzt noch nicht ausgebildet ist, dann können wir auch davon ausgehen, dass wir eben dann im Tief nochmal ja auch wieder gute Chancen haben, in die Märkte einzusteigen. Das sehen wir in den anderen 4 Situationen. Die laufen hier zwischen 28 und 66 Tage, in denen der Markt danach noch weiter gefallen ist. Da haben wir aber tatsächlich hier nur 2020 zu diesem Corona-Crash eine Situation gesehen, wo der Markt nochmal sehr deutlich danach weitergefallen ist, nämlich 31%. In den anderen Situationen war die Bewegung des Marktes nach unten überschaubar, würde ich es hier mal nennen. Ja, das sind im Schnitt vielleicht so 7%. Ich denke, das ist überschaubar. Das ist etwas, was man mit Investitionspositionen, die man neu eingeht, locker durchstehen kann, selbst wenn man dann eben direkt danach nochmal im Minus ist. Und deswegen würde ich immer empfehlen, auf solche extremen Volatilitätsanstiege, wie wir sie heute früh im Markt hatten, denn ein Großteil davon ist natürlich in der Vorbörse gelaufen. Da, ja, tut man sich meistens einen Gefallen damit, wenn man anfängt, seine Shoppingliste, die man vielleicht in der Zeit davor aufgebaut hat, weil ihm die Märkte schlicht und ergreifend zu teuer waren oder zu hoch gelaufen sind, dass man dann schaut auf seiner Shoppingliste, was habe ich an Cash, was möchte ich gerne an Positionen aufbauen und dann auch gerne die ersten in diesen Bereichen dann schon aufbauen. Wenn man natürlich voll investiert ist, dann hat man nicht mehr die Chance dazu. Ja, und dann bleibt einem am Ende nichts weiter übrig, als hier abzuwarten. Da muss man sich dann eben überlegen, möchte man Positionen glattstellen? Und da muss ich eben ehrlich sagen, ich bin kein Freund davon, in Situationen glattzustellen, wo ich davon ausgehen kann, dass wir auf Sicht der nächsten Monate wahrscheinlich eine sehr deutliche Bewegung kriegen. Denn ich weiß aus Erfahrung, wie schwer es ist, die Tiefs abzugreifen für neue Positionen. Also das ist am Ende alles nicht ganz trivial. Ja. So, und das, wo ich jetzt mit euch noch kurz drauf schauen möchte, der Dominik hat es vorhin schon anklingen lassen. Ich hatte im kurzen Vorgespräch mit ihm schon gesagt, ich bin eigentlich noch recht positiv gestimmt fürs zweite Halbjahr. Diese Grafik hier von mir, die kennt ihr schon. Ich will euch nur noch mal ganz kurz zeigen, was da steht. Das ist eine Auflistung aller Jahre, in denen wir am Ende des zweiten Quartals mehr als 10% Gewinn im S&P 500 auf der Uhr hatten. Also Ende Juni. Ja, das war dieses Jahr so. Das haben wir hier. Ende Juni standen wir bei plus 14,9% im S&P 500. So, und wenn wir jetzt mal schauen auf die zweite Hälfte des Jahres, also der Rest des Jahres, das ist diese Spalte hier. Ja, dann sehen wir, dass wir im Durchschnitt in der zweiten Jahreshälfte rund 7,7% Performance sehen. Und das können wir hier vergleichen mit dem, was im Gesamtmarkt normal ist. 4,8% ist normal in dieser zweiten Jahreshälfte seit 1950. Also 4,8% ist der Durchschnitt. Wenn wir aber ein Handelsjahr haben, in dem das erste Halbjahr positiv war, mit mehr als 10%, dann steigt dieser durchschnittliche Anstieg des zweiten Halbjahres auf 7,7%. Und das ist eine hohe Aussagekraft dafür, dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine sehr gute Performance im zweiten Halbjahr insgesamt sehen. Und wenn man jetzt mal schaut, was hier die Jahre sind, die eben eher rot sind, ja, dann sind das hier so die Nachfolgerjahre. Und das habt ihr vielleicht mal mitgekriegt, na, wo von der Notenbank dann die Zinsen
so extrem stark angehoben werden mussten, weil die Inflation zurückgekehrt ist. Und da hatte man dann auf einmal um die 20% Zinsen am Markt. Das war eine sehr extreme Situation. Ja, und in diesen Phasen sind hier diese hohen Verluste angefallen, dann auch für den Rest des Jahres. Alles, was davor gekommen ist und alles, was danach gekommen ist, ist ganz deutlich zum zweiten Halbjahr positiv. Also das ist definitiv eine sehr erbauliche Grafik. Und dann habe ich hier noch eine weitere für euch mit. Und das ist die Anzahl an Jahreshochs, die der S&P 500 in den einzelnen Monaten ausgebildet hat oder in den Monaten, in den einzelnen Handelsjahren ausgebildet hat. Und da sehen wir, seit 1950 gab es nur 3 Jahre, in denen der Markt das Jahreshoch im Juli ausgebildet hat. Wenn wir von jetzt an nur noch fallen oder der Markt sich hier nur noch seitwärts bewegt, dann wäre 2024 das vierte Jahr seit 1950, in dem das passiert. Und ich halte rein statistisch hier die Wahrscheinlichkeiten für äußerst gering im Vergleich zu dem, was wir hier zum Ende des Jahres noch sehen. September, Oktober, November, Dezember. Wenn wir meinetwegen den September noch weglassen und wir schauen uns hier nur das letzte Quartal an, dann sehen wir, wir haben hier 44 Jahre seit 1950, in denen der Markt im Oktober, November oder Dezember das Jahreshoch ausgebildet hat. Ja, und das ist eine ganz eindeutige Wahrscheinlichkeit, das ist eine ganz eindeutige Größe. Das nächstgrößere wäre hier Januar gewesen. Das waren immerhin auch 12 Jahre. Der Januar ist aber schon durch. Damit hat sich das Ding schon erledigt. Und wir schieben jetzt die gesamte Wahrscheinlichkeit hier auf diese Bereiche im letzten Quartal. Und deswegen gehe ich nach wie vor davon aus, dass wir ein vernünftiges, ja, drittes, viertes Quartal sehen. Wir wissen aber auch alle, dass Juli und August eben ja erfahrungsgemäß etwas schwächere Monate sind und dementsprechend sollte man auch davon ausgehen, dass das Ganze vielleicht so bleibt. So, jetzt gucken wir noch mal kurz auf das, was hier am Markt ansonsten momentan noch entscheidend ist, denn ich glaube, ein Großteil dieser Abwärtsbewegung, wir haben ja jetzt erstmal über die fundamentale Ausgangslage in den USA gesprochen, wirtschaftlich und auch von Seiten des Arbeitsmarktes. Ja, und ich weiß, dass das jetzt heute sehr viel Makro hier ist, aber ich denke, diese Dinge sind enorm wichtig, um das aktuelle Marktgeschehen hier tatsächlich vernünftig einordnen zu können. Und das, was ansonsten die Märkte im Moment enorm bewegt, dass diese Variante hier vom US-Dollar, japanischen Yen, da sehen wir nämlich, dass die Währung hier extrem unter Druck gekommen ist. Und das können wir uns hier auch mal prozentual anschauen. Das Hoch ist hier ausgebildet worden am 11. Juli und so richtig Druck ist hier dann nochmal dazugekommen am 31. Juli. Und wir sehen hier im Moment eine Abwärtsbewegung, die liegt so um 12% im US-Dollar gegen den japanischen Yen. Und das ist eine wahnsinnig große Bewegung innerhalb kürzester Zeit für eine Währung. Ja, typischerweise sehen wir bei den Währungen sehr, sehr kleine prozentuale Schwankungen. Das ist schon wirklich enorm, was wir hier sehen. Und das haben wir eben nicht nur im US-Dollar, das haben wir zum Beispiel auch im australischen Dollar gegen den japanischen Yen. Da sehen wir das genauso. Da haben wir hier sogar eine Bewegung gesehen vom Hoch zum Tief, ja, von rund 17, 18%, also noch sehr viel dynamischer, als wir das da gesehen hatten, hier beim US-Dollar, japanischen Yen. Und um zu verstehen, was hier passiert, muss man eben wissen, wir hatten jahrelang Negativzinsen in Japan. Da waren die Zinsen im negativen Bereich. Selbst als wir jetzt in Amerika diese deutlichen Zinsanhebungen gesehen haben, in Europa diese deutlichen Zinsanhebungen gesehen haben, hat der japanische Markt oder die japanische Notenbank die Zinsen hier im Negativbereich gelassen. Das hat dazu geführt, dass es über die letzten Jahre enorm viele dieser sogenannten Carry Trades gab. Was ist ein Carry Trade? Also das, was sehr hochliquide Marktteilnehmer hier machen, ist, die leihen sich Geld in Japan zu den niedrigen Zinsen, zum Teil eben zu Negativzinsen oder auch lange Zeit dann zu Nullzinsen. Nehmen Sie also Kredite auf in japanischen Yen, wechseln diese japanischen Yen um in US-Dollar und kaufen dafür US-Aktien. Ja, so läuft das Ganze. Und die Situation, die wir jetzt haben,
Deswegen sehen wir diesen zweiten sehr dynamischen Part hier in der Abwärtsbewegung, ist, dass wir am 31. Juli in der Zinssitzung in Japan eine Zinsanhebung gesehen haben von 0,1 auf 0,25%. So, und jetzt kommen die ganzen Carry Trade Händler in die Bredouille, weil der japanische Yen deutlich aufwertet, der US-Dollar gegen den japanischen Yen, also hier deutlich abwärts gerichtet ist, deutlich abwertet. Das heißt, die sitzen zum einen auf hohen Währungsverlusten, zum anderen müssen sie für ihre Kredite jetzt Zinsen bezahlen und zum dritten sehen sie, dass insbesondere die Werte, die in den letzten Monaten wirklich gut gelaufen sind, dass die jetzt brutal verdroschen werden. Wenn wir uns eine Supermicrocomputer angucken, die inzwischen einen Rücksetzer von mehr als 50% gezeigt hat vom Hoch, eine Nvidia, die von 140 runtergelaufen ist auf 90 Dollar und so weiter, dann könnt ihr euch vorstellen, wie es in den Handelsdepots der Investoren hier aussieht oder auch der Trader, die eben auf der Long-Seite unterwegs sind. Da können sich zum Teil recht große Negativpositionen anhäufen oder die einzelnen Positionen eben sehr, sehr stark in den Verlust laufen. Und jetzt haben wir das Problem Währungsverluste auf der einen Seite, Zinszahlungen auf der anderen Seite und Gegenwerte durch die US-Aktien, die, wenn sie verkauft werden, zum Teil nicht mal mehr ausreichen, um die Yen-Kredite dann zurückzuzahlen. Denn diese US-Dollar, die man dann für den Verkauf bekommt, die muss man ja dann erstmal wieder in Yen transferieren und da machen sich dann diese riesigen Währungsverluste bemerkbar. Ja, und das ist ein großes Problem und das sorgt dafür, dass in den letzten Tagen und insbesondere eben auch heute in der Session in Japan, in der Hauptsession, diese Carry Trades sehr stark aufgelöst worden sind. Wir sehen diesen enorm starken Anstieg des japanischen Yen. Das könnt ihr euch auch einfach anschauen, wenn ihr hier zum Beispiel mal japanisch Yen gegen US-Dollar eingibt, dann sieht man nämlich genau das Gleiche in die Gegenrichtung. Das ist also ein enorm starker Anstieg hier im japanischen Yen. Und jetzt haben wir in der japanischen Wirtschaft natürlich eine hohe Exportlastigkeit. Und jetzt wisst ihr das, wenn ihr euch mit dem Bereich der Wirtschaft schon mal so ein bisschen beschäftigt habt. Wenn die Landeswährung dynamisch ansteigt, ist das natürlich sehr schlecht für die Exporte, weil dann natürlich die Exporte tendenziell deutlich teurer werden. Und da sehen wir hier wirklich innerhalb weniger Wochen, seit Mitte Juli bis jetzt aktuell, hier einen Anstieg um 10, 12% in der Währung. Das heißt, dass sich die gesamten Produkte, die aus Japan dann exportiert werden oder von Japan in andere Länder exportiert werden, dass die sich hier deutlich verteuern. So, und das, wozu das führt, ist dann eben sehr häufig, ja, eine Abwärtsbewegung im entsprechenden Index. Und das ist genau das, was wir hier gesehen haben am japanischen Index. Das ist der Nikkei 225. Der hat heute in der Nachtsession, also in unserer Nachtsession, in der Haupthandelssession hier in Japan, über 12% verloren. Ja, und der ganze Kursrutsch seit dem Hoch und dieses Hoch, wohlgemerkt am 11. Juli, falls ihr euch gerade noch mal daran erinnern wollt, wie sich der japanische Yen US-Dollar bewegt hat, oder wir gehen einfach mal hier nochmal in US-Dollar japanischen Yen. Überlagern das Ganze mal, wenn es denn jetzt hier funktioniert. Ich hatte ein bisschen Probleme damit heute schon. Ja, macht er hier gerade nicht. Dann behelfen wir uns da anders, nämlich so. Man ist ja vorbereitet. Da seht ihr jetzt hier in Blau den Kursverlauf des Nikkei 225, in Türkis den Kursverlauf des Nasdaq 100 Index und in Gelb hier den Kursverlauf des US-Dollar, japanischen Yen. Und ihr seht, alle drei dieser Märkte haben ihr Hoch ausgebildet hier am 10. und 11. Juli. Und seitdem fallen die unisono in den Keller. Das bedeutet relativ klar, solange wir hier noch Carry Trades offen haben, die eingedeckt werden müssen, solange besteht die Gefahr, dass die Aufwertung des japanischen Yen sich fortsetzt und entsprechend auch die Märkte hier weiter unter Druck sind. Und das ist die große Unsicherheit, die ich im Moment sehe und wo ich sage, das ist relativ schwer, das zu beurteilen, was hier an Carry Trades eventuell noch aufgelöst wird. Ich fand diese Grafik hier sehr spannend. Da sieht man nämlich in weiß hier den Yen Carry Index. Sehen wir, der ist hier deutlich zurückgekommen über die letzten Tage. Und in gelb sehen wir die Yen-Position der gehebelten Fonds und der Asset Manager. Und hier sehen wir, die waren sehr stark negativ ausgerichtet. Ja, wenn man sich anguckt, wo die Nulllinie liegt,
Die liegt hier. Seht ihr auf der linken Seite, das hier ist die Nulllinie. Ja, und wir haben uns sehr, sehr deutlich davon wegbewegt nach unten und haben jetzt so rund die Hälfte dieser Negativpositionierung wieder aufgeholt. Also und die Hälfte der tendenziell Short-Position hier wurde aufgelöst. Aber da ist noch viel Luft, bis wir wieder in den Nuller-Bereich, also in den neutralen Bereich reinkommen. Das heißt, per se ist da noch relativ viel, was am Markt möglicherweise korrigiert werden muss. Ja, das hängt dann schon einfach damit zusammen, dass die Händler, die da unterwegs sind, dann noch ganz schnell mal Margin Calls kriegen. Und deswegen sehe ich hier noch durchaus Gefahr auf der Unterseite. Und wenn wir uns das Ganze jetzt vielleicht auch noch mal anschauen im Nasdaq mittelfristig. So, Moment. Da haben wir es. Na, machen wir es mal so. Ja, dann sehen wir hier eine ganz ähnliche Bewegung. Das hatte ich heute Mittag schon gezeigt bei mir in der Sendung. Wir hatten hier die erste Abwärtsbewegung im Nasdaq. Da ging es von 2800 Punkten ungefähr runter hier auf 1700 und ein paar zerquetschte, sagen wir mal 2000 Punkte ungefähr, die der Markt hier nach unten gemacht hat. Dann sind wir in so eine bearische Konsolidierung hier reingelaufen, eine klassische Bear Flag. Können wir uns ja auch noch mal anschauen. Das ist so eine klassische Bear Flag. Und jetzt habe ich nichts anderes gemacht, als einfach diese Höhe, die uns hier in die Bewegung reingeführt hat, hier dran zu legen. Und dann war relativ klar, dass wir mit einer guten Wahrscheinlichkeit hier jetzt inzwischen am Tief angekommen sind. Zumindest an dem charttechnischen Tief von diesem ersten Abwärtsmomentum und dieser Bear Flag, die wir hier gesehen haben. Und das hat eine sehr gute Chance geliefert heute für eine Bounce in den Märkten. Und wenn dieses Niveau jetzt gehalten werden kann oder wir vielleicht sogar über den Rest der Woche noch ein bisschen höher pendeln, dann sind wir wieder in dieser Situation, die wir uns eben angeschaut hatten, nämlich dann sind wir in einer ähnlichen Situation wie in dieser, wo die Volatilität innerhalb von 3 Tagen sehr stark angestiegen ist, wo wir in den nächsten 4 Tagen dann auch tatsächlich das Tief im S&P drin hatten. Und da hatten wir gesehen, dass sich die Märkte kurz- bis mittelfristig durchaus wieder gut entwickeln können. Also am Ende wird es meiner Meinung nach auch für den Rest des Monats jetzt durchaus noch entscheidend sein, wie entwickeln sich die Quartalsberichte. Und wenn wir da mal drauf schauen, was wir hier alleine für diese Woche noch erwarten können, heute nachbörslich, Palantir, Hims and Hers, hatte ich schon gesehen, ist auch noch eine Frage, die hier gestellt worden ist. Dann haben wir im Laufe der Woche hier noch Uber, Celsius Holdings, Supermicrocomputer, eine Airbnb haben wir hier drin. Ja, Shopify, Walt Disney, Novo Nordisk, das sind alles wichtige große Werte, ne? AppLovin, Robinhood, Eli Lilly. Also das sind durchaus Werte, die noch das Zeug haben, auch das Narrativ am Markt nochmal zu beeinflussen. Natürlich insbesondere, wenn die jetzt schlecht kommen sollten, wenn wir also sehen, dass wir ja, schwächer als erwartete Zahlen bekommen, dann wäre das sehr, sehr ungünstig. Ja. So, der Will hat dir eine Frage gestellt, ob der Semiconductor ETF schon wieder kaufbar ist. Den haben wir hier. Ich würde sagen, ja, das ist im Prinzip genau die gleiche Ausgangsbasis wie bei den anderen Werten. Wir sehen, wir haben eine sehr große Korrektur vom Hoch, die auch sehr schnell und sehr dynamisch gelaufen ist. Der Semiconductor-Bereich war sehr stark abgestraft. Das sind hier 28%. Und hier war es jetzt insbesondere wichtig innerhalb des Tages, dass auch die 200-Tage-Linie zurückerobert wird. Hier wird es jetzt darum gehen, ob diese Level gehalten werden können oder nicht. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, wenn man jetzt hier Trades aufbauen will, dann hat man die Möglichkeit, sich hier unten in diesem 200er-Bereich irgendwo abzustoppen. Ein neues Tief würde ich ungern sehen wollen für eine Trading-Position. Das heißt, da wäre bei mir definitiv die Linie im Sand. Für ein Investment muss ich sagen, klar, ja, warum nicht erste Positionen hier aufbauen? Wir haben hier ein relativ starkes Unterstützungsniveau. Wir hatten hier ein offenes Gap. Wir haben hier ein altes Tief, haben jetzt ungefähr auf diesem Niveau auch gedreht, sind hier erstmal hängen geblieben. Und vielleicht waren die Märkte sogar vorbörslich noch etwas tiefer. Das ist hier ein ETF. Ich weiß nicht genau, wie der vorbörslich gehandelt wird. Können wir uns aber hier gerne mal anschauen. Ja, da sehen wir es sogar. Na, da waren wir also hier nochmal tiefer. Da waren wir im Bereich 197,60. Das war also das vorbörsliche Tief.
197,60. Das können wir uns hier auch nochmal einzeichnen. Zack. So, 197,60. Und damit sieht man, glaube ich, schon ganz gut, haben wir mehr oder weniger dieses Gap hier geschlossen. Ja, das letzte Hoch, was wir hier drin haben auf Tagesbasis, das liegt bei 196,50. 197,60 waren wir jetzt. Also wir haben bis auf den Dollar auch dieses offene Gap hier geschlossen. Und von daher denke ich schon, ist das eine ganz gute Ausgangsposition für den SMH. Größte Position da drin ist natürlich ganz klar die Nvidia-Aktie. Da können wir auch mal schnell drauf schauen. Die hat heute ja auch hier ordentlich Federn gelassen. Die war im Tief hier. Das war auch mal kurz in der Vorbörse schauen. Die war im Tief hier bei 90,95. Also ganz knapp nur über dem 90-Dollar-Niveau. Und da sehen wir natürlich auch, wir haben hier zum einen ein recht gutes Unterstützungsniveau. Das liegt hier. Und zum anderen, so, ja. Und zum anderen haben wir hier natürlich auch schon eine sehr große prozentuale Korrektur hinter uns. Ja, wenn wir die hier nehmen von dem letzten Hoch an, schauen uns das Ganze Richtung Unterseite an, dann sind das 35% Korrektur. Und da muss ich wirklich sagen, das überrascht mich. Ich sage mal, alles so bis 25% hätte ich noch als relativ normal hingenommen, aber das, was wir jetzt hier gesehen haben, das überrascht mich schon. Vielleicht kann man das auch einfach als Overshoot werten vom Test dieser letzten Hochs, die wir hier gesehen haben. Da war ja auch noch ein offenes Gap bei der Nvidia hier bei 95. Gutes Unterstützungslevel. Und das sind natürlich Niveaus, auf denen man sich mal positionieren kann, wo man dann also in so Phasen, wo man erkennt, dass die Märkte doch deutlicher unter Druck sind, sich einfach auf diese Preislevel hier, 95 Dollar Gap Close, einfach mal drauflegt und hofft, dass die dann zum Einstieg erreicht werden. Ja, und dann hätte man tatsächlich heute hier ziemlich am Tief die Nvidia-Aktie gekauft. Die ist jetzt auf Tagesbasis immer noch recht deutlich im Minus, aber wenn wir es uns anschauen, seit dem Open Kurs, da stehen wir im Moment so rund 9, knapp 10% vorne. Ja, der Dietmar, der schreibt hier bei Nvidia, hat das mit den Chipfehlern zu tun. Naja, die Chipfehler, die sind seit dem Wochenende bekannt. Na, und ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, der jetzt den ganzen Semiconductor-Bereich und auch tatsächlich den ganzen Technologiebereich in der Markteröffnung nochmal deutlich belastet hat. Vielleicht wären wir sonst in diesen Overshoot hier nicht reingekommen, sondern hätten aufgrund der Schwäche in Japan irgendwo hier im Bereich 95, 96 eröffnet. Das wäre natürlich deutlich bullischer gewesen. Aber am Ende spielt das alles keine Rolle. Es geht darum, wie jetzt die Tagesbewegung gelaufen ist. Und die nächsten Einstiegssignale und Setups, die wir bekommen, die laufen dann hier beim Ausbruch nach oben über die 103,40, also über das Tageshoch von heute, falls die Aktie das zeigt, morgen. Das wäre ein erstes kleines Kaufsignal. Ja, in Kombination mit diesem extrem hohen VIX, den wir hier haben, den wir uns ja gerade angeschaut haben, denke ich, kann man durchaus Risiko nehmen und versuchen, erste Trades aufzubauen. Allerdings bitte immer mit berücksichtigen, diese Marktphasen, die wir jetzt haben, die sind hochvolatil, die sind hochgefährlich. Und da sollte man auch tatsächlich mit relativ kleinen Risiken unterwegs sein. Das, was jetzt bei Nvidia an Chipfehlern aufgetaucht ist, das war eine Meldung, die kam übers Wochenende rein. Da hat wohl Taiwan Semi im Produktionsprozess festgestellt, dass es Fehler gibt in dem Blackwell B200-Chip. Das ist natürlich ein Riesenproblem und der soll sich jetzt, so hätte wohl Nvidia unter anderem Microsoft informiert, soll sich wohl der Start der B200-Serie um mindestens 3 Monate verschieben. Und das ist natürlich ein enormer Rückschlag, auch nicht nur für Nvidia, sondern für alle großen Technologieunternehmen, die im ganz, ganz großen Stil diese B200-Chips bestellt haben. Da denke ich zum Beispiel an Meta, die im Earnings Call noch ganz klar gesagt haben, die werden das CapEx aufrechterhalten, werden also nochmal auch im nächsten Jahr etwas mehr investieren als in diesem Jahr, sind dabei, Llama 4 vorzubereiten, also ein ganz, ganz großes neues Large Language Model und haben schon ganz klar die Erwartungshaltung geäußert, dass die Rechenleistung und auch die Datenleistung für Llama 4 zehnmal so hoch ungefähr sein wird, wie die benötigt wurde, um Llama 3 anzutrainieren. Und das kann man in einem vernünftigen Ausmaß
eigentlich nur mit diesen Blackwell B200-Chips schaffen. Und wenn die jetzt nicht kommen, zumindest erstmal nicht kommen, und diese Milliarden, die man an Bestellung schon aufgegeben hat, die liegen dann auf der langen Bank und warten, dann bedeutet das natürlich für die KI-Unternehmen oder für die Unternehmen, die gerne KI weiter integrieren wollen in ihren Geschäftsprozess und da ja dann auch irgendwann Gewinne draus ziehen, dass die hier das Problem haben, ja, dass die Monetarisierung des großen CapEx noch mindestens 3 Monate länger auf sich warten lässt. Und das ist etwas, was durchaus von den Anlegern auch sofort eingepreist wird. Und ich glaube, das ist ein Teil der Verluste, die wir heute am Markt gesehen haben. Eben diese Fehler, die im Blackwell B200 entstanden sind, die jetzt ausgebügelt werden müssen, die den ganzen Start verzögern und damit eben die KI-Einkünfte, die größeren KI-Einkünfte der großen Hyperscaler und der großen Technologieunternehmen auch nach hinten schieben. Ja, das ist also eine ganz ungünstige Ausgangslage im Moment für die Märkte. Dann kam kurz vor Markteröffnung hier noch über den Ticker, dass es eine weitere Verschärfung gibt im Iran, also im Nahen Osten, da im Konflikt, der da zwischen Iran und Israel läuft. Die Iraner wollen jetzt wohl wirklich Israel offen angreifen. Die Amis haben ihre Kriegsschiffsflotte in der Gegend deutlich verstärkt. Also da brodelt es auch ordentlich und das ist natürlich ein weiterer Dragging-Punkt für den Markt. Das ist also sehr, sehr schwierig momentan, diese sehr ungünstige Gemengelage, die hier von ganz vielen Seiten gleichzeitig auf den Markt einprasselt. Und das ist der einzige Grund, warum wir so harte dynamische Korrekturen sehen. Ja, wenn mir hier vor 3 Wochen jemand gesagt hätte, dass die Nvidia bald unter $95 steht, den hätte ich für verrückt erklärt. Ja. Und siehe da. Jetzt sind wir hier angekommen. Also der Markt überrascht immer wieder. Und deswegen wird es für uns jetzt eben umso wichtiger, hier die Brille aufzusetzen für die mittel- bis langfristige Sicht, um eben zu schauen, in welchen Bereichen wollen wir uns positionieren. Und ich glaube, da sind wir für erste Ideen jetzt hier schon mal offen. Okay. Wie siehst du die Tendenz, dass wir im September, Anfang Oktober der Markt nochmals einen Rücksetzer erlebt, auch saisonal bedingt? Ja, also nochmal einen Rücksetzer im September halte ich für recht wahrscheinlich, denn wir sehen, wir sind ja in einem Wahljahr. Joe Biden ist aus dem Präsidentschaftsrennen ausgeschieden. Das erhöht die Unsicherheit an den Märkten, denn das macht es schwerer berechenbar oder schwerer abschätzbar, was sich in Amerika verändert, wenn Kamala Harris Präsidentin werden sollte. Ja, unter Joe Biden wäre klar gewesen, dass sich gar nichts verändert. Unter Trump wäre klar gewesen, es wird alles so wie in den 4 Jahren, wo Trump schon mal regiert hat. Da hat der Markt sehr viel Verlässlichkeit und sehr viel Sicherheit, auf die er sich einstellen kann. Das ist jetzt in der aktuellen Situation nicht mehr gegeben. Ein Teil dieser Sicherheit ist raus. Und der zweite Part, der eben dazu kommt, ist, dass am Ende, kurz bevor Joe Biden aus dem Rennen ausgeschieden ist, relativ klar war, zumindest wenn man sich die Wettquoten angeschaut hat, dass Trump die Präsidentschaft gewinnt. Das ist jetzt mit dem Wechsel und der Neuauflage quasi der Demokraten, hat sich dieser Spread wieder deutlich angenähert. Das ist ein sehr knappes Rennen momentan. Und diese sehr knappen Rennen, naja, die geben eben genau das am Markt, nämlich Unsicherheit. Und deswegen halte ich das durchaus für wahrscheinlich, dass wir im September nochmal einen Rutsch sehen. Die Frage ist halt immer, rutscht es unter die Tiefs, die wir im August schon gesehen haben? Laufen wir nochmal dran oder machen wir ein höheres Tief? Das dürfte sehr schwer abschätzbar sein. Aber per se muss man, glaube ich, damit rechnen, dass auch dieses Tief, was wir jetzt im Markt drin haben, nicht unbedingt das finale Tief ist, sondern dass wir erstmal jetzt einen deutlichen Spike sehen und diese Kaufwelle dann eine Möglichkeit ist für viele Marktteilnehmer, ihre Positionen dann doch noch zu etwas höheren Kursen abzuladen. Und das sorgt dann sofort wieder für Angebote am Markt und das sorgt für fallende Preise. Ja, also das könnte durchaus sein. Also Alu, ist das eine gute Frage, aber die ist leider nicht so einfach zu beantworten. Die Aktien, die heute sehr stark gefallen sind, sind dann vor allem von Großinvestoren verkauft worden wegen Carry Trades. Kann man Carry Trades erkennen? Ich wüsste jetzt nicht genau wie. Und normalerweise ist es so, wenn die Märkte so einbrechen, wie das jetzt der Fall ist, dann wird auf breiter Flur verkauft. Nicht nur von denjenigen, die in den Carry Trades drin hängen, sondern von allen, auch von sehr vielen privaten Investoren, von sehr vielen Fonds. Und das ist relativ normal. Deswegen
Ja, so richtig, wer verkauft, kann man ihr nicht erkennen. Dafür ist es dann immer ganz interessant, wenn man sowas wissen will, auf diese Flow-Shows zum Beispiel der Bank of America zu schauen. Da sieht man dann nämlich immer mal wieder, wie die einzelnen Parteien im Moment gerade positioniert sind. Und da kann man also durchaus abschätzen, was denn dann an Bewegungen gelaufen sind. Aber das ist immer erst im Nachgang. Ja, während der laufenden Trades sieht man das natürlich nicht, von wem hier Orders gestellt werden, von wem welche Orders wie groß sind. Denn das sehen wir jetzt zum Beispiel heute bei Apple. Ja, da kam am Wochenende, am Samstag kamen die neuen Zahlen zum Berkshire Hathaway Fonds. Und da ist ganz klar zu erkennen gewesen, dass rund 50% dieser gigantisch riesigen Apple-Position, die Berkshire aufgebaut hat, im Juli verkauft worden ist. Die haben also von rund 790 Millionen Aktien das Ganze runterskaliert auf nur noch 400 Millionen Aktien. Und das ist der Grund, warum die Apple-Aktie hier auch so extrem unter Druck war, obwohl die sich in diesen ganzen Tagen der Unsicherheit, ja, wo wir schon deutlich gesehen haben, dass die Technologiewerte stark einbrechen, da hat sich die Apple enorm gut gehalten, weil wir sehr gute Zahlen gesehen hatten, weil wir eine sehr gute Ausgangsbasis haben mit dem großen Zyklus KI-Erneuerung der Geräte, dass dann also künstliche Intelligenz in die Mobiltelefone reinkommt und das ein Grund ist, für die Leute neue Apple-Phones zu kaufen. Da haben wir sehr, sehr starke Märkte gesehen, also haben gesehen, dass die Aktie sich enorm gut gehalten hat. Aber ja, jetzt kommt im Nachgang die Information, dass in diesem Monat rund knapp 400 Millionen Aktien von Berkshire über den Tisch gegangen sind oder in diesem Quartal insgesamt. Ja, und anstatt, dass man das vielleicht so sieht und sagt, Mensch, dafür hat die sich aber enorm gut entwickelt, dafür, dass so viele Verkäufe auch auf den Markt gekommen sind, das ist ja eigentlich ein positives Zeichen, steht der Markt da und sagt, oh, um Gottes Willen, Warren Buffett verkauft, ich muss auch verkaufen und dann kommen diese großen Gaps hier zustande. Ja, also so ist das eigentlich eher in diesen Bereichen. Okay. Ja, gute Frage, Roland. Inwieweit drücken unabhängig von den Carry Trades Margin Calls aus den US-Optionsmarkt den S&P? Natürlich deutlich. Ja, und das sehen wir insbesondere auch immer dann an den Freitagen, wenn wir hier mal auf den S&P Index gehen. Ja, dann sieht man das hier an den Freitagen. Da wird dann auch zum Ende des Tages nochmal gerne verkauft, wenn wir das mit Nachtsession hier sehen wollen, können wir uns den anschauen. Ja, da sieht man das sehr, sehr gut. Denn viele von diesen Margin Calls, die kommen natürlich auch dann gerne am Freitag bei den Brokern, die dann die Risiken über die Wochenenden nicht in den Depots der Kunden sehen wollen. Und ja, das ist natürlich ein wichtiger Part, der auch dafür sorgt, dass dann zum Teil Aktienpositionen verkauft werden müssen, um eben die Margen noch zu bedienen auf den Positionen, die man offen hat. Und das drückt in solchen Situationen alles immer zusätzlich den Markt nach unten. Das sind natürlich auch genau die Gründe, warum wir dann solche brutalen Momentumbewegungen sehen, weil da so viele Dinge zusammenkommen. Okay. Was haben wir noch auf der Fragenseite? Okay, ich denke, das war's. Genau. Alois, sehe ich genauso, etwas Cash bereit zu haben, ist immer gut. Und das genau sind jetzt die Phasen, in denen man das dann gerne ins Arbeiten bringt. Na. So, und ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Damit verabschiede ich mich bei euch. Lass mich hier vielleicht nochmal kurz blicken. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall für die nächste Zeit hier ein glückliches Händchen. Wünsche euch, dass ihr die richtigen Werte raussucht zum Kaufen. Ich bin weiter, wie ich gesagt habe, relativ stark im Technologiesektor investiert. Und wenn wir jetzt eben wirklich sehen sollten, dass die Wirtschaft weiter abschwächt, ich glaube, dann sind eben auch Industrials und Financials und so nicht unbedingt das Mittel der Wahl, um neue Positionen aufzubauen, sondern ich gehe eigentlich eher davon aus, wenn wir weiterhin gute Zahlen im Technologiesektor sehen, dass sich dann die Anleger auch relativ schnell wieder auf das besinnen, was in den letzten Phasen, in denen es am Markt schwierig war, was da gut gelaufen ist. Und das waren eben genau diese Werte mit diesen enorm starken Balance Sheets, mit den enorm starken Fundamentaldaten. Und da kommt man unweigerlich nicht an den Magnificent Seven Aktien vorbei. Da wird man immer irgendwas davon im Depot haben. Und wie gesagt, ich sehe diese enorm großen Rücksetzer, die wir jetzt hier haben, eher als Kaufchancen als Gründe, diese Aktien aus dem Depot zu werfen. So, und damit
Sind wir hier für heute durch, sind fertig. Ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr so zahlreich dabei wart. Ich weiß, das ist keine einfache Marktphase, das ist auch kein einfacher Tag heute gewesen. Umso schöner, dass ihr hier am Ball bleibt und euch auch immer noch die Infos reinholt. So, damit wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Rest der Woche. Sag bis in 2 Wochen, macht's gut und bye bye.